Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Wave Race 64. Ja, ich warte bestimmt. Was, what the fuck? Was ist denn hier los? Ja, ganz einfach. Ich habe letzte Zeit ja auch gesehen. Erstmal grundlegend, ich ärgere mich darüber, dass die ganzen Tage schon wieder kein Video auf YouTube kam. Ne? So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, habe ich ja gesehen, und das ist aktuell auf Wollos Kanal, also auch von Wollo und Cornel da wieder aktuell sehr viel passiert. Das hat mich tatsächlich ein bisschen, ich nenne es mal, motiviert, vielleicht doch mal wieder so ein bisschen YouTube-Kram zu machen. Generell, wir machen ja viel TTT aktuell, dann gab es ja letztens GTA San Andreas. Und tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich gerne wieder viel öfters und wieder täglich YouTube-Videos machen wollen würde. Ne, ich mache ja sowieso mein GTA-RP da immer auf Twitch und so weiter. Und würde dann quasi immer ganz gerne, also ich möchte, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Sondern ich würde es halt ganz gerne wieder probieren, da einmal wieder das Ganze hier wieder zum Leben zu erwecken. Das Ganze wieder einmal zum Leben zu erwecken, hier das Ganze. Um dann irgendwie doch wieder Möglichkeiten zu finden, das Ganze wieder zu leben. Ja. Wie regelmäßig, ob, wie, was, wo. Ich kann es euch tatsächlich nicht sagen, aber ich würde gerne erstmal so ein bisschen quatschen. Wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch alle wunderbar. Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich habe tatsächlich für das erste Mal krank auf Arbeit oder nicht zur Arbeit gegangen. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch denken, hä, wie Arbeit? Ich dachte, du bist Vollzeit-Streamer. Bin ich auch. Ich bin weiterhin Vollzeit-Streamer. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt seit gut einem Monat einen kleinen Minijob habe. So, geht einfach darum, ne, 520 Euro, ein bisschen nebenbei verdienen, vor allem, weil man ja manchmal nicht weiß, was zur Hölle hat Twitch dann noch irgendwie vor oder was möchte Twitch noch irgendwie machen und einfach, um sich nicht erstmal finanziell abzusichern, ohne irgendwann Probleme zu bekommen oder ohne irgendwie in nächster Zeit irgendwie nicht mehr zu wissen, wohin man will oder was man braucht. Oder besser gesagt, nicht abhängig davon zu sein, kommt heute was rein, kommt heute nichts rein. Verstehe, wie ich meine? So, ich habe einfach die Hoffnung oder auch das Gefühl, dass ich seitdem ein bisschen, ich nenne es mal, gechillter an die ganze Sache rangehen kann. Versteht ihr, wie ich meine? Ich kann einfach sagen, okay, dann streame ich heute und wenn mal heute nicht so viel ist wie, ne? Dann ist das halt so. You know? Dann ist das halt so. Dann brauche ich mich darüber aber auch nicht so ärgern. Ja, und jetzt, ich bin kurz davor, gleich TDT aufzunehmen. Also wir nehmen heute noch TDT wieder auf, ein Ründchen. Ich glaube, heute kommen sogar einige neue Leute dazu. Ich will aber noch nicht spoilern, falls die Person nicht dazu kommt und es irgendwie Druck gibt oder so. Und ja, ich bin aktuell sehr motiviert. Ich möchte sowohl das YouTube-Business irgendwie wieder beleben. Und das hat natürlich Nintendo, aber auch GTA-RP was mit zu tun. Und ich will natürlich versuchen, irgendwie das Ganze wieder zu verbinden. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt stell dir mal vor, ich streame jetzt jeden Tag ungefähr, also ich streame eigentlich nicht unter 6 Stunden. Das ist so mein Minimumziel. Ich sage, mein Minimumziel ist es, 6 Stunden am Tag zu streamen. Ne, wenn ich denn streame. So, dann kommt dazu noch YouTube, was ich noch machen will, TikTok, was weiß ich alles. Und dann irgendwie wirklich langwierige Storys wieder aufzubauen, wie früher das mit Erich und so. Da hatte ich ja auch Cutter. So, weißt du, da hatte ich dann einen Cutter, der das Ganze für mich geschnitten, gemacht, getan. Keine Ahnung, vielleicht hat einer von euch Interesse irgendwie da? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wenn ich das mache. Ob ich dann sage, okay, ich lasse das wieder cutten alles. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich möchte so ein bisschen ganz gerne die Storys weiterführen, so ein bisschen die Charaktere wieder. Aber aktuell nicht ganz so einfach. Ja, wir spielen jetzt aber erstmal Wave Race. Das wird hier kein 100% Run. Also doch schon. Also kann man Wave Race nicht 100% spielen? Das ist eine gute Frage. Aber sagen wir es so, wenn es Möglichkeit gibt, Rennen zu skippen, dann werde ich diese Rennen skippen. So, Punkt. Ne? Weil, ihr seht, ich kann das Spiel, da brauche ich auch nicht mehr zu erklären. Also, das ist Wave Race 64. Ich denke, der Großteil von euch kennt dieses Spiel. Das ist ja auch ein Spiel, was wir immer mal wieder gerne geraced haben und so weiter. Und ich denke, da brauche ich euch nicht viel zu erklären. Das ist, ne, ein gutes Spiel. Ja. Übrigens, Wave Race 64, das wäre gerade über Race sprechen. Ihr könnt am Montag, ich bin leider Wochenende nicht da. Ich wollte ja eigentlich bei dem ganzen Race ohne Namen mitmachen. Das war, kam aber das Problem, dass ich mich persönlich mit den Daten vertan habe, weil wir das Wochenende tatsächlich wegfahren. Und ich das null auf dem Schirm hatte und das irgendwie zu verbinden mit, ja, das ist eigentlich das Race. Von daher kann ich leider nicht mitmachen. So, ich würde sehr gerne, aber ich kann nicht, weil es macht echt immer Spaß, die Events. Es wird ein schönes Video geworden und. Aber es ist jetzt so, ich kann da nicht mitmachen.
Dennoch solltet ihr auf jeden Fall bei Race unter Namen reinschauen. Das findet bei Volo statt, bei Nerd Over News, bei Johnny, bei Hockey und bei Gute Laune Tim. Ich glaube, Norster ist auch mit dabei. Ich weiß aber nicht, ob der Stream, da habe ich keine Ahnung von. Da solltet ihr auf jeden Fall am Samstag, am 5. August reinschauen. Da gibt es wieder so ein. Ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch an das Rando Race erinnern, aber sowas in der Art wird es da wieder geben. Viele Spiele, Singleplayer-Spiele hintereinander weg, wo man quasi dann die meisten Punkte sammeln muss und am Ende gewinnt dann quasi jemand den Pot, den man aktuell noch füllen kann. Also da kann ich nur empfehlen, schaut auf jeden Fall vorbei, weil ich bin das Wochenende sowieso nicht da, ne? Also könnt ihr da ganz gerne reinschauen. Ausnahmsweise erlaube ich euch auch mal andere Streams zu gucken, außer meine. Alles gut. So. Ich glaube, wir können tatsächlich jetzt die nächsten beiden Rennen überspringen. Ja. Obwohl, das machen wir nicht. Nee, komm, das machen wir nicht. Für den Content-Chat. Chat. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, dass ihr gemeint seid. Für den Content überspringen wir es nicht. So. Nee, ansonsten gibt es nichts mehr. Wie gesagt, einen 520-Euro-Job. Es ist eine leichte Lagerarbeit. Es ist so, da steht eine Bestellung, du packst das zusammen und dann. Ich will nicht genau sagen, was, weil ich habe, ne, man weiß ja nie, rufen sie da an oder keine Ahnung. Und es ist tatsächlich so, dass ich sehe da eine Bestellung, zum Beispiel Volo U hat bestellt, das und das, das ist ein Regal 17, dann gehst du zu Regal 17, packst das da rein und fertig. So, durch. Mehr ist das nicht. Also, das ist wirklich eigentlich eine Arbeit für Dumme, um es ganz hart zu sagen. Also perfekt für mich. Und es ist tatsächlich so, ich versuche aktuell zu hustlen. Es ist egal, ob es auf Streams sind, YouTube sind, der Minijob oder nebenbei wieder bei meinen Eltern helfen. Ich hatte ja einige Jahre, ich nenne es mal jetzt, ich will jetzt nicht Erfolg nennen, weil das klingt zu arrogant, aber ich hatte jetzt ja einige Jahre wirklich einen guten Zuwachs mit Twitch und Twitch lief super. Problem war nur, und ich darf da nicht vergessen, so vor 3 Jahren, wo das Ganze losging, so, dann hatte ich dann plötzlich KRNA und dann plötzlich Twitch explodiert und richtig gute Einnahmen gehabt und sich um nichts gekümmert, so, weißt du? So, und demnach bin ich natürlich jetzt an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt so gefühlt 2 Jahre gearbeitet habe um alte Probleme, nenne ich es mal, zu beseitigen. Und es gibt noch ein, zwei Sachen, also die Probleme, die Hauptprobleme, ne, ob es nun Steuern sind oder was weiß ich, irgendwas, das ist alles geklärt, Gott sei Dank. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss oder sagen will, hey, ich will dieses Jahr, möchte ich durch sein mit allem. Ob's, ne? Jede Kleinigkeit möchte ich an sich beendet haben, weil ich möchte nicht mehr diese Probleme. Versteht ihr? Ich möchte einfach mal aufstehen können, ohne mit so, oh, du musst heute. Versteht ihr, was ich meine? So, oder darum ist das noch bezahlen? So, ne? Ich will einfach mal frei sein. So, und wir leben gut. Das ist nicht so, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich nage am Existenzminimum oder so. Aber es ist halt doch schon, du merkst, dass du eine Zeit lang, oder dass ich eine Zeit lang echt gearbeitet habe, um einfach nur Probleme, um die ich mich nicht gekümmert hatte, mich zu kümmern. So, das hat ja auch damit zu tun, ich bin ja auch, ne, mittlerweile verlobt. Weiß gar nicht, wer hier alles, keine Ahnung, ob überhaupt irgendeiner noch zuguckt. Bin mittlerweile verlobt. Und man will natürlich auch irgendwann, man macht noch die Familienplanung, ob es nun vielleicht noch irgendwann Kinder sind oder so. Und dann möchte man natürlich nicht, sagen wir mal, Hals in Problem stecken, weil wir bringen. Nee, ich würde niemals irgendwie Zukunft planen, bevor ich, also oder auch Kinder planen oder sowas, bevor ich nicht meine Probleme, die existieren, bestehen. Weil ich will kein Kind reinlassen und sagen, hallo, hier übrigens, wir haben die und die Probleme, wir kommen auf der Welt. Weißt du, wie ich meine? Das möchte ich. Und demnach bin ich aktuell einfach am Hustlen. Ob es ist, ich nehme, ne, Werbedeals an, mach YouTube, ich mach Twitch, ich mach den Minijob. Ich helfe meinen Eltern, wo es geht, einfach nur, um noch nebenbei Kohle doch irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise zu verdienen. So, und das ist aktuell der Plan, Schätze. Und hier hat mich tatsächlich einfach wieder gepackt. So, es war ja nun GTA San Andreas, war sehr witzig und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hat man auch gemerkt, dass mir das Let's Play Spaß gemacht hat. Und jetzt, wo ich die letzten Tage so reingeguckt habe, auch wieder bei Volo, wieder so ein bisschen und Cornel, hat es mich ja doch wieder so ein bisschen gejuckt, ne? So, wie gesagt, wir schauen mal, wohin die Reise hier führt auf YouTube. Was das Ganze so bringt, mal schauen. Gucken wir mal. Was irgendwie in irgendeiner Weise zu tun. Ich will halt auch, und das klingt jetzt doof, ich will halt aber auch nicht, ich werde jetzt nämlich nicht irgendwie 4 Stunden für ein YouTube-Video hinsetzen. Also erwartet jetzt hier keine hochwertigen
Sachen. Also ich werde natürlich versuchen, weiterhin diese Best-Offs zu machen. Ich habe schon vor, einmal in der Woche wenigstens so ein kleines aufwendigeres Video zu machen. Ich würde dann, wie gesagt, gerne die Story meiner Charaktere weiter fortführen, aber dafür bräuchte ich halt einen Cutter. So, und da bin ich aber aktuell, ich nenne es nicht mal zu geizig, sondern du willst natürlich aber auch, wenn jemand für dich cuttet, dann soll natürlich auch gut bezahlt werden. So, und ich habe euch ja gerade erzählt, das, was ich so vorhabe, und da passt aktuell nicht rein, jemanden noch zu bezahlen für Videoschneiden. Versteht ihr, wie ich meine? So, und aber mir persönlich fehlt einfach die Zeit. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich mach jetzt hier was fertig, dann streame ich jeden Tag 6 Stunden noch mindestens, habe dann noch meinen Minijob. Dann habe ich natürlich auch noch eine Frau, die sich auch noch irgendwie ein bisschen was von mir hätte gerne. Also ich gucke, was ich machen lässt. Ich schaue, was abgeht. Ihr könnt euch ja gerne noch ein bisschen was in die Kommentare reinschreiben. Erstmal grundlegend so, was würdet ihr gerne noch mal sehen? So, ich bin halt überlegen, ich will halt auch keine neuen, also keine Let's Plays anfangen, wo ich weiß, das beende ich nicht. So, das war gestern Andreas wieder schon, aber ich wusste, dass ich das Spiel mag und ja, alles cool. Und ich will auch ungern was machen, was ich schon gemacht habe. Wie ihr vielleicht gesehen habt übrigens auch, habe ich ganz, ganz viele Videos gelöscht. Das hat folgenden Grund. Und zwar kann ich mich mit vielen der Videos nicht mehr identifizieren. Ob es nun Kaizo Mario war, ob es nun Projekte waren, die nicht beendet wurden. Also ich habe tatsächlich meinen YouTube-Kanal aufgeräumt und habe alle Projekte, die angefangen waren und nicht beendet wurden, gelöscht. Einfach nur, damit der Kanal aufgeräumt ist, dass wenn man hier raufkommt, man sieht, dass das ein abgeschlossenes Projekt, abgeschlossenes Projekt, abgeschlossenes Projekt, abgeschlossenes Projekt. Rest ist gelöscht. Alles, was qualitativ kacke war und einfach, wo ich mich, ich sag nicht, wie schäme, wo ich nicht mit Stolz sagen kann, guck mal, ist ein Video von mir, das habe ich gelöscht. So, ne? Also da bitte auch nicht wundern, dass da jetzt plötzlich weniger Videos sind auf dem Kanal. Das ist jetzt einfach so. Das kann man jetzt nicht ändern. So, wir haben den ersten Cup aber schon, während wir gequatscht haben, mal eben schon so beendet. Sehr schön. Guckt euch die Grafik an. Das ist die gute Grafik. Guckt euch das an. Ich hoffe, das kann man verstehen, was ich meine damit, mit den ganzen Videos und so. Man möchte natürlich irgendwie nicht... Kann ich beskippen? Kann man sich skippen? So, neuer Rekord. Einfach mal so, weil das wollen wir natürlich nicht sehen. Ich schalte mal die Konsole neu. So, ich denke, ihr könnt verstehen, was ich meine mit, ich möchte quasi, ich möchte ganz gerne, dass das da, ich nenne es mal, das heißt, dass ich meinen Kanal zeigen kann und sagen, guck dir das lieber nicht an und weißt du, versteht ihr? Ich denke, ich verstehe, was ich meine. Brauche ich aber nicht weiter. So, sonst irgendwas Neues bei uns aktuell. Wir hatten ja Probleme mit den Nachbarn. Also nicht wirklich Probleme, sondern es war dieses Und zwar, ich habe dafür Verständnis, dass man in seiner Wohnung seine Ruhe haben möchte. Ne? So, alles cool, so, ne? Wer auch immer zu laut ist, sagt man mir gerne Bescheid. Hey du, das war gerade zu laut, alles cool. Ja, da habe ich null Probleme mit, weil, ne, ich bin ja nun mal auch ein Schreihals. Alles voll fein. Problem, was ich hatte in letzter Zeit, war, dass, er war einmal bei uns, da war der erste Marathon, der 29, nee, der erste Marathon, der 12 Tage ging, mein Stream-Marathon. Da hat er gesagt, hey, es war gestern Abend ganz schön laut und so. Ich so, ja, cool, das ist klar, weiß Bescheid, sorry, ne, mache ich, kein Problem. Und sagte er, ja, das ist halt das Problem, dass das über ein Kinderzimmer ist und so. Und dann wacht das Kind halt angeblich auf. So, ich mir denke, okay, alles klar. Ja, dies, das, jenes. Ich denke, gesagt, pass auf, wenn ich jetzt das rüberziehe in den anderen Raum, was ist denn darunter? Ja, darunter ist mein Arbeitszimmer. Ja, okay, dann ziehe ich da ein. Habe ich tatsächlich nochmal ein paar tausend Euro in die Hand genommen und alles nochmal neu Teppich verlegt. Ich habe nochmal Schallschutz. Egal. Alles fertig gemacht. Neuen Tisch, neuen Schreibtisch. Habe tatsächlich auch neuen Bildschirm. Also alles neu. Und habe da einmal mir ein neues Studio gebaut. Alles cool, alles schön. Ging auch ganz gut. Dann ging der zweite Marathon los und da war dann wieder, du bist zu laut. So, ich so, okay, alles klar, was ist denn passiert? Ja, da wollte mir nicht genau erklären, was irgendwie genau passiert. Das ist okay, alles klar. Während des Marathons war ich dann zum Beispiel bei meiner Beerdigung, oder bei der Beerdigung, nicht bei meiner Beerdigung, bei der Beerdigung von meiner Großmutter, ne, weil die gestorben ist, tatsächlich 2 Tage vom Marathon und dann sind wir zur Beerdigung gefahren. So, und wir haben dann erfahren, ein paar Tage später,
von unserem Vermieter, mit dem wir Gott sei Dank sehr gut sind und das auch ein Freund der Familie ist, von meiner Frau, dass er ein Lärmprotokoll abgegeben hat beim Vermieter. Und wir so, schauen wir mal rein, warten wir mal ab. So. Dies, das, jenes. Wir kriegen das Lärmprotokoll, wir gucken da so drauf und da stehen Zeiten drin, beispielsweise 16 bis 19 Uhr. Wären wir angeblich zu laut. Und man würde es hören bis ins Schlafzimmer. A, wenn man mich hören würde ins Schlafzimmer, würde mich schämlich umbringen, weil sie morgens um 6 aufstehen muss zur Arbeit. B, 16 bis 19 Uhr wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und Tage, an denen ich gar nicht zu Hause war. Also selbst dieser Fan des Marathons haben wir zum Beispiel am Tag der Beerdigung habe ich VOD laufen lassen oder es haben welche für mich übernommen. Auf netter Basis, danke nochmal dafür. Und war also gar nicht zu Hause den ganzen Tag. Und angeblich war ich an diesem Tag ultra laut und wäre zu laut gewesen. Er hat fast jeden Tag aufgeschrieben. Er war den ganzen Januar schon da drin. Ich mir denke, what the fuck, ich war doch gar nicht zu Hause. Und ich habe bestimmt was Besseres vor, nach einer Beerdigung Party zu feiern. Naja, ich auf jeden Fall auch eine Erklärung an den, ich habe ihn das erklärt, den Vermieter. So, der Vermieter sagt, ja, keine Ahnung, mach doch irgendwas. Hier hast du noch, ne, hier. So, dann haben wir nochmal den Teppich rausgenommen und haben unter dem Teppich nochmal Trittschutz verlegt. Also Schallschutz. Das hast du quasi Schallschutz, Laminat, Schallschutz, Teppich. Und das passt auch gerade so noch mit der Tür. Die mussten schon ein bisschen anheben oder höher geht's nicht. Dann oben an die Decke haben wir Schallschutzplatten angebaut. Einfach nur, damit da quasi Ruhe ist, damit die Leute nicht nerven können, damit quasi von oben auch absorbiert wird, dass quasi nichts passiert. Und drumherum die ganzen Wände nochmal Akustik schauen. Was noch ein ganz anderes Thema ist, dazu komme ich aber gleich. Und seitdem kam auch nichts mehr. Man muss sich wohl weiter beschwert haben. Aber der Vermieter hat gesagt, der Herr Mania hat alles getan, was gewünscht worden ist. Wenn es so laut ist, nimm das doch auf. Ja, hat er nicht gemacht und im Endeffekt ist er jetzt ausgezogen, weil er nicht seinen Willen gekriegt hat. Das gleiche mit diesem Lärmprotokoll hat er nämlich schon mit den Mietern ganz unten gemacht. Ich bin zweiter Stock, er ist erster Stock und ganz unten im Erdgeschoss wohnt natürlich auch noch weg. So, und dieses gleiche mit Lärmprotokoll und auch Lügen mit den Daten hatte er bereits gemacht mit den Nachbarn ganz, ganz unten. So, das ist ein richtiger Problemkind gewesen. Er hat sich auch so aufgeregt, dass er am Pool stand und so, vom Nachbarn. So. Das war, als wir eingezogen sind. Da hat die Nachbarin darauf angesprochen, die sagte so, ja, ich dachte erst, ihr habt euch beim Vermieter beschwert wegen dem Pool. Und ich so, echt? Ja, weil das wurde sich beschwert über den Pool kurz bevor ihr eingezogen oder während ihr halt eingezogen seid. Ich so, okay. Ja, aber ich sag, aber wir wissen, dass ihr es nicht wart. Ich sag, woher wisst ihr das denn? Ja, wir haben dich gehört, wie du auf dem Balkon standest und sagtest, boah, geil, ein Pool. Ich so, ja. Das war ich. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dass die neuen Nachbarn nicht so anstrengend sind aber bisher ganz nett. Also ich habe mit denen noch nicht viel Kontakt gehabt. So, ne? Also ich brauche mit denen nicht quatschen, so, die brauchen mit mir nicht quatschen. So. Die kiffen, ich bin laut, alles cool. So. Alles in Ordnung hier. Die beschweren sich nicht, ich beschwere mich nicht, alles in Ordnung. Und mit dem Schallschutz, Bruder, ganz andere Thematik. Und zwar habe ich das bestellt online und hatte 29 Platten bestellt. Nee, 26 Platten. Und es wurden aber nur 17 geliefert, das heißt 9 zu wenig. Ich so, okay, wurden 9 wenig hingeschrieben. Ich sage, hier fehlen 9 Platten. Ja, das ist nur eine Teillieferung, Herr Mania. Alles gut. Ich sage, ja, warum wird mir denn nicht Bescheid gesagt? Hey, wir haben nur eine Teillieferung. Du kriegst jetzt noch nicht alles. So, mir wurde halt nicht Bescheid gesagt. Das hat mich halt ein bisschen genervt. Ich so, okay, alles klar, Teillieferung. Denn einen Monat später immer noch nichts gehört wieder. Ich so, okay. Nochmal hingeschrieben. Ich sage, was ist jetzt mit meinen Platten? Ja, die kommen jetzt. So, dann sind auch wirklich eine Woche später sind die Platten auch gekommen. So, wie denn die Platten versucht anzubauen, sehen andere Platten. Andere Farbe, andere Dicke. Ich sag, was ist das denn hier? Ich sag, die sehen ja farblich ganz anders aus und sind auch anders dick. Also es geht ja darum, uns war nicht wichtig, dass die Pyramiden breit sind, sondern der Schaumstoff dahinter. Einfach nur, also ne, klar, das ist Akustikschaum, es ist hauptsächlich dafür, dass das Mikrofon, dass es nach innen drin gut klingt. Aber es soll natürlich auch einheitlich aussehen. Da haben wir gesagt, dann machen wir es halt vernünftig, ne? Und das ist eine andere Charge. Das sieht halt anders aus. Ich sage aber, ich will doch, wenn ich 29 Platten bestelle, dann will ich doch, oder 26 Platten, dann will ich doch 26 gleiche Platten haben. So, das sieht doch kacke aus. Weil sie haben wirklich ganz andere Farbe, ganz andere Dicke, anderen Zuschnitt und so. Und dann habe ich Tatada gemacht. Und dann im Endeffekt durfte ich die Platten behalten, haben mir das Geld wiedergegeben. Was jetzt aber immer noch halt mir nicht hilft bei, hey, das sieht immer noch kacke aus.
Weil ich kann ja quasi jetzt aktuell, das sieht man bei mir im Stream vor allem, ist bei mir einfach die Tür, die wir schon vorbereitet haben mit doppelseitigem Klebeband. Das klebt einfach doppelseitiges Klebeband dran, weil ich jetzt auch nicht ansehe, es abzunehmen. Das heißt, die Tür ist einfach verfickt weiß und sticht raus im Stream, während ich ja keine Platten ranbauen kann. Jetzt muss man da mal gucken. Keine Ahnung. Also wir schauen, wie wir es jetzt Tage machen, ob wir jetzt einfach dann eine Wand abmachen nochmal komplett, da dann die Beschissenen anbauen und dann an die Tür die Guten anbauen. Also dass man, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Dann mache ich die auch vor mir. Wir sind noch überlegen, wie wir das Ganze jetzt in nächster Zeit handhaben werden. Weil, naja, wie gesagt, es ist einfach nur nervig, das ist einfach so dumm. Du denkst dir so, ja, du willst das jetzt schön machen und du machst das gleich vernünftig und dann kommt so eine Kacke. Weißt du? Nee. Auf jeden Fall wieder ganz schön viel los in Hause. Ansonsten, ja, mein Auto wurde angefahren in Friedrichstadt. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch und dann gucke ich da hinten so hin. Also ich habe mir ein neues Auto gekauft gehabt. Ich guck hinten so und dann denkst du, was ist das denn? Hinten voll so ein Kratzer dran. Ja, haben sie mein Auto angefahren, hinten, an der Seite. Quasi an der Hintertür da hinten. Und, oh ja, gut, okay, ich wusste nicht, dass wir das schaffen. Und so weitergefahren. Heißt, hinten schön Kratzer drin, im Auto. Also ich passe extra auf, dass nirgendwo ein Kratzer reingeht. Die einzigen Kratzer, die ich bisher hatte, sind nur von Sachen, die mir passiert sind. Einmal hat mir eine Autobahnmeisterei während der Fahrt mit einem Kantenschneider einen Stein reingehauen ins Auto, wo das Fenster offen war. Es hätten wir auch durchs Fenster gehen können. So, weißt du, die haben quasi die eine Spur gesperrt auf der Autobahn und dann, ne, musste man ganz rechts fahren und dann 60 auch nur. Und ich fahre da gemütlich, Fenster unter und puff, haben sie mir einen Stein in die Tür. Ja, habe ich auch Geld für gekriegt, alles gut, ne, gemacht, alles fertig, toll. Und jetzt fährt mich dann an und natürlich auch ohne was zu melden. Und ich habe extra das Auto so geparkt, dass ich sehe. Und es ist einfach nur so ärgerlich. Ja, es ist ein Gebrauchsgegenstand, aber es ist natürlich trotzdem, du gibst viel Geld für so ein Auto aus. Ich habe das ja neu gekauft, das ist ja ein Neuwagen gewesen. Da kommen wir nochmal so ein Thema, ich habe das Geld nicht ausgegeben. Und dann ärgerst du dich natürlich trotzdem darüber. Falls mein Auto an ein Stück Scheiße. Sag doch wenigstens irgendwie was, you know? Sag doch irgendwie, hey, sorry, ich bin angefahren. Ist alles cool, du bist versichert, ich bin voll Kasko, du bist versichert bestimmt. Scheiß doch drauf. Nee, weiterfahren. Naja, und jetzt hänge ich damit. Es ist zum Glück etwas, was man überpolieren könnte. Muss ich Politur machen, aber ich lasse es vielleicht vernünftig machen von dem anders. Wenn ich das wieder mache, sieht es so. Ich habe mal versucht, mein Ford damals zu polieren und dann war da so Flecken drauf, weil ich in der Sonne stand. Lass ich drüber reden. Nervig. Naja. Seht schon. Ich hab's nicht einfach. Man hat's nicht einfach, die Herren. So. Gott. Ja, ist jetzt auf jeden Fall langsam ein bisschen schwieriger, das Spiel, weil jetzt, so gut, hier, den Hard-Modus, den schafft man auf jeden Fall. Gleich Expert wird ein bisschen schwieriger. Oder nicht ein bisschen, das wird schwieriger. Ich habe nämlich dann gleich auch den anderen Charakter. Ich glaube, der andere war, glaube ich, am besten. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, welcher hier wirklich der Beste war. Da bin ich eigentlich komplett schon wieder. Dafür habe ich das Spiel jetzt zu lange nicht gespielt. Sag, wie es ist. Ich glaube, der hier war der Beste, wenn ich mich recht erinnere. Ist ja nicht schade, dass Wave Race kein vernünftiges, ne? Also Wave Race Blue Storm war wohl ganz okay, habe ich gehört. Aber Wave Race 64 lässt sich so schön steuern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gespielt habt. Es lässt sich so schön steuern. Liebe dieses Spiel. Das habe ich damals. Das ist ja auch eins der wenigen Spiele, was ich tatsächlich damals als Kind schon besessen habe. Aber ja. Ich bin tatsächlich sogar am Sammeln aktuell. Ich habe ja alle Konsolen angeschlossen. Ich habe ja eine PlayStation 1, PlayStation 4, PlayStation 1, PlayStation 4, meine N64, meine GameCube, meine Wii U und meine Switch angeschlossen über so einen Adapter. Und ich liebe es aktuell, über die alten Konsolen direkt zu spielen. Ne? Und ja, gucken, vielleicht haben wir noch ein paar N64-Spiele oder sowas. Ich bin mal gespannt, ob ich das alles hinkriege. Wir haben auch eine PS5, die haben wir zu Michelle zu Weihnachten bekommen. So, und die ist auch nett. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, boah, geil, PlayStation 5 muss ich unbedingt spielen. Weil, aber sowas wie, keine Ahnung. Es ist tatsächlich ganz schön, weißt du, dieses PS Remote ist halt ganz geil. Ich kann tatsächlich auf meiner PS4, also hier, also die. Ich überschlage schon wieder Wörter. Ich merke schon wieder, ich will wieder viel zu schnell.
Meine PS5 steht im Wohnzimmer. Meine PS4 hier bei mir im Studio. Das heißt, ich kann also quasi die PS5 spiegeln auf die PS4. So. Und das ist tatsächlich recht angenehm, dass ich dann quasi nicht, dass ich dann auch PS5 überall spielen kann. Ich kann sogar im Bett spielen. Wenn ich im Bett habe, nämlich haben wir keinen Fernseher, sondern wir haben nur ein Tablet. Was quasi wir mit so einem Tablet halt unterhalten. Das heißt, ich kann auch dieses PS Remote machen auf dem Tablet. Was echt angenehm ist. Dann kann ich mich ins Bett legen und da PS5 spielen. Wir haben aktuell WWE und Hogwarts Legacy. Und, wir haben Hogwarts Legacy, Stray, God of War, Crash Bandicoot, Anno habe ich auch dafür. Wir haben schon ein paar Spiele, aber aktuell spiel ich tatsächlich nur WWE 2K23 oder Hogwarts Legacy. Ja. Ich habe alles einfach schon ein Part verballert hier wieder, ne? Nächsten Part ist einfach wieder nur, okay, Ja. 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 Mario mag ich auch gerne, weil er springt und ist rot. Oder irgendwie so, oh Gott. Ah, ich bin mal gespannt. Ich fand einfach nur Rave Race gerade ganz witzig, weil ich hatte überlegt, was kannst du mal machen wieder, um erstmal wieder reinzukommen. Und dann, okay, du brauchst ein Spiel, was. Einfach mal wieder hier, hallo, bam, da kommt was. Vielleicht sogar noch heute, oder? Kann man gucken. Und wo ich weiß, das kann ich, you know? Und dann hat sich natürlich Rave Race dafür angeboten. Oh, nie Glück. Er hat sich natürlich Rave Race dafür angeboten, weil ich, Rave Race kann ich, wie ihr seht vielleicht. So, sehr schön. Auch wieder dann. Aber ich würde sagen, wir teilen das in zwei Parts auf hier, das Ganze. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder von Wave Race 64. Ich denke vielleicht sogar schon den letzten. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie gut ich bin im Expert-Modus. Weil das ist echt schwer. Und ich bin kacke in Videospielen, das haben wir noch nicht vergessen. Ich bin leider kacke in Videospielen. Also, bis zum nächsten Mal bei Wave Race 64. Danke fürs Reinschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und tschö.